Das Werk des Krieges. Studenten entdecken das Halberstadt des Ersten Weltkrieges. Wie sah die Domstadt vor 100 Jahren aus? Was für Menschen lebten hier und wie sah ihr Alltag aus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine Handvoll Studenten der Hochschule Harz um Dozent Brian Kearney. Im Stadtarchiv suchen sie im Rahmen einer Projektwoche nach dem Halberstadt vor einem Jahrhundert. Es geht um die Ersten Weltkrieg und ihre Folgen hier in Halberstadt und auch in Umgebung in Sachsen-Anhalt. Und wir haben uns entschlossen, diese Geschichte besser zu kennen und zu ausarbeiten. Ist auch wegen der 100 Jahrestages dieses Krieges. Das ist in vielen Ländern auch eine große Sache und wir wollen hier auch unseren kleinen Beitrag dazu machen. Die etwa 15 Teilnehmer der Projektwoche stammen hauptsächlich aus dem Fachbereich der Verwaltungswissenschaften. Anhand verschiedenster Medien verschaffen sie sich einen Einblick in den Alltag vor 100 Jahren. So stehen Tageszeitungen von damals genauso zur Verfügung wie Fotoalben oder Adressbücher. Es geht um Stadtverwaltung, es geht um die Flugzeugwerk hier in Halberstadt. Das war damals eine große Sache oder ist in der Krieg eine große Sache geworden, die Halberstadter Militärflugzeugwerk. Und anderen Aspekten dieser Geschichte. Sie gucken auch Adressbuchen von der Zeit und auch Karten, auch Bilder und so weiter. Warum ist es so wichtig, junge Menschen mit der Geschichte vor 100 Jahren, mit dem Ersten Weltkrieg zu konfrontieren? Das war ein grausamer Krieg. Es hat vieles ausgelöst. Wir leben immer noch mit den Folgen dieses Krieges. Nicht allein in Deutschland, sondern auch in der Welt. Ich denke, diese Geschichte ist eigentlich sehr vorhanden, aber nicht unbedingt in Betracht gezogen. Und gestern haben wir die Medienschanze besucht mit Dr. Schlegel, der Landesdenkmalschutz. Das war sehr interessant und hat uns Einblick gegeben in der Zeit mit dieser einzigartigen Anlage da am Rand des Staates. Und wollen wir auch heute mit Herrn Hartmann dann zu Ort dieses Flugzeugwerks auch gehen. Und der geht gleich mal vorne weg. Südlich der Klusberge befanden sich einst die Halberstädter Flugzeugwerke. Was kurz nach der Jahrhundertwende mit nur wenigen Mitarbeitern begann, entwickelte sich schon bald zu einem der größten Betriebe der Stadt. Mit reichlich Anschauungsmaterial im Gepäck lässt er die Geschichte des Flugzeugbaus in Halberstadt Revue passieren. Bis zu dem Gebüsch hier vorne, ja? Das war das neue Halberstädter Flugzeugwerk. Das war's hier. Das sieht von oben so aus. Und das hier, ist, können Sie sehen, das ist ein Riesengelände mit vielen Gebäuden. Stand hier unten auf der Ecke 1912. Kann sich keiner vorstellen, weil er nicht mehr da ist. Ist alles weg. Und hinter uns, hier auf dieser Seite, hier unten, da waren die Munitionsbunker für die Garnison Halberstadt. Wo die Munition lagerte, für die Infanterie, für die Artillerie und sowas, die lag hier hinter uns. Und hinter uns, links hinter uns, war eine Waldgaststätte. Da hatten wir früher 12 davon in den Wäldern. 12 Waldgaststätten, heute haben wir gar keine mehr. 12 Waldgaststätten gab es hier. Hier war das Forsthaus. Und an dem Forsthaus wurde als erste Quartier gebaut, der Eckhard Zof, der liegt hier. Das erste Quartier für Flugzeugschüler. Denn man wollte ja auch fliegen lernen. Das Bestreben der Menschen immer schon der DDR gewesen, fliegen zu können wie ein Vogel. Ja? Das war jetzt möglich durch Erfindung der Flugzeuge bzw. der Luftschiffe. Ja? Also hier, das ist schön, so geht schon. So. Hier entstand also Werkhallen, hier ist also eine Flugzeughalle, hier sind Montagehallen, hier oben eine Halle, die stand noch bis 1945, kenne ich noch. Hier auf der Straße, auf der rechten Seite. Überall waren Gebäude hier, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Und da baute man nur 11 Flugzeuge. Und der Flugplatz dafür, auch hier gut zu sehen, war das kleine Stückchen hier, wo wir hier sind, an der Ecke jetzt hier.
Dieses Stückchen hier, das war der erste Flugplatz. Dieses Stück bis zum Busch hier vorne. Wo wir jetzt hier stehen, das ist gefährliches Gelände. Darunter liegen wahrscheinlich noch viele Blindgänger unter uns. Wir brauchen keine Angst haben, die gehen jetzt nicht hoch. Aber sie können mal irgendwie explodieren. Also hier, da stand schon bei der Flugzeit dabei hier, Achtung, Lebensgefahr, nicht auf Rollfeld laufen. Das beruhigt die Studenten jetzt nicht wirklich. Weiter geht's in Richtung Kloßsiedlung. Dort, wo heute Einfamilienhäuser stehen, starteten und landeten früher große Zeppeline. Heute erinnert nur noch das Fliegerdenkmal in den Kloßbergen an Halberstadts große Vergangenheit in der Luftfahrt. Da wurden die ersten Flugzeuge gebaut, schon bereits 1910, 1911. Und diese Flugzeuge waren im Ersten Weltkrieg sehr begehrt, waren sehr gute, leicht zu handhabende, bewaffnete Flugzeuge, die an der Westfront und in der Türkei eingesetzt waren. Zudem haben wir noch hier eine Privatfliegerschule gehabt in Halberstadt, wo auch private Personen das Fliegen lernten. Damals kostete so eine Fliegerausbildung viel Geld. Wurde in 10 Stunden könnte man einen Flugschein erwerben. Muss ich mal vorstellen. Heute dauert das 2 Jahre, eine Ausbildung. Junge Menschen mit der Geschichte seiner Stadt in Berührung zu bringen, ist dem 92-Jährigen ein großes Anliegen. Ich freue mich immer, wenn junge Menschen Interesse haben an der Geschichte unserer Stadt. Noch zumal die Studenten hier ja einen Beruf erlernen sollen, in dem sie öffentlich wirksam werden in der Öffentlichkeit. Und die lernen eben durch diese kleinen Begebenheiten hier, durch diese Besichtigung, die sie machen, eben viel von der Vergangenheit unserer Stadt und der reichen Geschichte unserer Stadt vor allen Dingen. Zum Tagesausklang hat Werner Hartmann natürlich noch die eine oder andere Geschichte auf Lager. Für die Studenten war es ein spannender Ausflug in die Stadtgeschichte. Es ist eigentlich ziemlich spannend, einfach mal Halberstadt aus einer ganz anderen Sichtweise zu sehen, weil man Halberstadt mit ganz anderen Dingen vergleicht oder beziehungsweise verbindet und einfach mal rausgefunden hat, dass das hier tatsächlich mal ein riesiger Industriestandort war. Zu einer Zeit, wo Flug und Luftfahrt noch modern und Abenteuer war, und das ist alles hier geschehen, ein Herzstück in Deutschland. Es ist halt wirklich schwierig, sich das vorzustellen, und wir haben auch schon gesagt, dass hinter Halberstadt doch ganz schön viel Geschichte steckt, die wir ja gar nicht so mitkriegen, und dass es viele Plätze in Halberstadt gibt, die man halt erkunden kann. Und vielleicht geht der eine oder andere von Ihnen ja nach einem spannenden Tag zukünftig mit anderen Augen durch die Stadt.